Hallo, Felber und Krall. Nein, eigentlich Felber und Maya Göpel erinnern mich eigentlich an die Philosophen, an die Verwirrung des gesunden Menschenverstandes durch viel Reden und viel und schnell reden und nichts sagen. Natürlich hat Felber recht, wenn er von Gemeinwohlökonomie spricht und philosophiert in gewisser Weise, ohne etwas davon tiefer zu verstehen. Natürlich, wenn wir an Bhutan denken, das Bruttonationalglück, darum geht es ja aber. Aber das Entscheidende ist, dass Felber und Göpel natürlich eben nicht neu denken können, weil sie ganz einfache Dinge nicht hinbekommen, nämlich den ganz einfachen Gedanken, sozusagen, ich gehe jetzt gleich mal hier hin, wenn ich eine Gemeinwohlökonomie machen will und wenn ich also eine bessere Gesellschaft will, dann nutzt es doch nichts, mit Fremdworten zu beeindrucken. Und wir kennen, also als Evolutionsbiologen durchschaut man doch das ganze Spiel der Blendung durch hochchinesische Fachworte und so weiter, möglichst lateinisch-griechische Fachworte, die möglichst keiner versteht, und damit die Illusion zu erwecken, man wüsste, von was man redet. Und diese Blendung durch Pseudowissenschaft, das beherrscht eben besonders Maya Göpel eben bis zur Perfektion. Ja? Also, aber zurück zu Felber mit der Gemeinwohlökonomie. Wenn ich doch das Gemeinwohl, damit meine ich doch, wie wohl geht es dem einzelnen Menschen? Da ist es doch ganz logisch, das, was die zweiten Scientists for Future 2, die neuen Galileis, vorschlagen, dass man also, dass jeder Bürger in Zukunft Wohlfühlnoten zusätzlich zu den Wahlstimmen abgeben muss, sollte, nicht muss, so frei, ist immer alles freiwillig. Wahl ist freiwillig, Wohlfühlnote ist freiwillig. Aber dass wir das als Möglichkeit einführen müssen, die hoffentlich dann von 90% der Menschen wahrgenommen wird. Und wo wir also quasi die Möglichkeit geben, alle Gewinne aller geldverdienenden Personen in Deutschland zu berechnen nach unserem Wohlfühlen. Wie will ich eine Gemeinwohlökonomie machen, wenn ich alle möglichen Daten erhebe, die alle getürkt werden können, die alle gefälscht werden können, die alle kapitalistisch und sozial marktwirtschaftlich mit allen Tricks des Greenwashings sozusagen gefälscht werden können? Aber ich messe das Wohlfühlen der Menschen, um die es geht, nicht sozusagen. Was für ein Unsinn, was für ein wissenschaftliche was für ein wissenschaftlicher Denkfehler. Ja, und wenn ich doch die Gemeinwohl, das Wohlbefinden besteht aus dem Wohlfühlen, und Gemeinwohl schließt auch den Gesundheitszustand ein. Wie wohl geht es den Menschen gesundheitlich und seelisch in der Psyche und im Glücksempfinden? Und dafür brauche ich die Wohlfühlnote und die tatsächlichen Gesundheitskosten. Und daran arbeiten und entwickeln die zweiten Scientists for Future 2, einige der Wissenschaftler aus diesem Kreis, arbeiten seit 51 Jahren, also seit 1968. Arbeiten Sie an dieser Schlüsselfrage, wie stellen wir eine echte Gemeinwohlökonomie her, ohne das Wort Gemeinwohlökonomie zu verwenden? Sozusagen, das Wort hat halt Felber bekannt gemacht, aber in Wirklichkeit haben sie die echte Gemeinwohlökonomie entwickelt und Felber hat ja macht viele Worte, bis einem der Kopf brummt, ohne etwas zu sagen. Ja? Also Wohlfühlnote und Gesundheitskostenerwartungskurve muss errechnet werden und dann müssen eben die tatsächlichen Gesundheitskosten damit verglichen werden und dann müssen alle Gewinne
darauf bezogen werden. Und wir müssen zum ersten Mal echte Wissenschaft bekommen, indem wir im Rahmen des Statistischen Bundes- und Wahlamts Wiesbaden, vielleicht auch der Statistischen Landesämter, dort die Horte der echten Wissenschaft machen, indem nämlich neben jedem Datenerheber sozusagen 20 die besten Kriminalpolizisten des Bundeskriminalamtes stehen und die besten Datenschützer der Erde stehen und die besten wissenschaftskritischen Wissenschaftsmethodiker stehen und die dann dafür sorgen, dass wir endlich mal richtige Wahrheiten darüber kriegen, welche Firma Menschen vergiftet mit ihren Nahrungsprodukten und krank macht und welche eher die Gesundheit fördert und welcher Rewe-Händler meine Gesundheit besser fördert und welcher Alnatura-Händler vielleicht trotz angeblicher Bioprodukte vielleicht auch wieder Schaden anrichtet und so weiter. Also wir müssen endlich mal Wahrheit in das Spiel reinbringen und mit echter Wissenschaft sozusagen und echter Statistik. Also wir müssen uns endlich verabschieden von dem Grundsatz der Wissenschaft, trau keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Ja, davon müssen wir wegkommen und das werden wir aber nur unter kriminalpolizeilicher Unterleitung des Bundeskriminalamts und des Bundeswahlleiters und des Statistischen Bundesamts Wiesbaden müssen wir Orte der echten Wissenschaft gründen und nicht Orte, wo ein Wissenschaftler sagt, ach ja, die Daten, die ich gerade gefälscht habe, ja, nee, das ist alles Wahrheit. Ja, und jetzt glaubt mir gefälligst und dann glauben auch alle. Ja, also wo Wissenschaftsbetrug und Wissenschaftsirrtum Tür und Tor geöffnet sind an unseren Universitäten und wo jede Form, wo Studien gekauft werden, finanziert werden und so weiter. Also wo wir eigentlich eine kapitalistische, sozialmarktwirtschaftliche Gehirnwäsche der Bevölkerung durch Pseudowissenschaft haben. Und das müssen wir natürlich korrigieren. Ja? Also habe ich jetzt schon alles gesagt? Nein. Also das heißt, Felber und Maya Göpel, bitte abhaken, so viele Worte, nichts dahinter. Echte Gemeinwohlökonomie haben schon seit 51 Jahren als Arbeitsgebiet die zweitens Scientists for Future 2 und die verstehen auch was davon. So, Markus Krall ist jetzt wieder Gegenpol. Das ist jetzt wieder die eher rechte Seite, die liberale Seite, der blinde Aberglaube daran, dass Markt gut sei und alles regeln würde. Und da muss ich jetzt wieder hingehen und sagen, hier Markus Krall, lesen Sie doch mal damit sie überhaupt mal in den Bereich der Wissenschaft kommen. Ich wollte es noch andeuten. Also ich glaube nicht, dass Markus Krall ein Leugner von Kopernikus, Kepler, Galilei und Newton ist. Also er wird sicherlich kein Flacherdler sein vom Gemüt her. Aber ich muss davon ausgehen, dass er ein ganz typischer Kreationist ist, im Sinne, dass er Mendel, Wallace und Darwin ignoriert. Das heißt, er macht keine naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre. Hier, wo ist es? Er macht hier nicht die naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre, NVWL, sondern die veraltete VWL, die Volkswirtschaftslehre, die auch Professor Sinn macht, wo also sozusagen völlig ignoriert wird, welche Evolutionsprozesse in Situationen des Tauschhandels auftreten und wie dadurch alles zerstört wird. Also hier, Dr. Krall müsste erstmal beginnen mit Wissenschaft, dass er erstmal hier die Beweisführung anhand des Naturgesetzes von Mutation und Selektion studiert, wie das Ernährungssystem in der Marktwirtschaft ist und warum der Markt eben nicht gut ist, sondern eben im Kapitalismus und in der sozialen Marktwirtschaft, wie es überwiegend mit dem schlechten Markt zu tun haben und nicht mit dem guten Markt. Den guten Markt müssen wir überhaupt erst herstellen. In der sozialen Marktwirtschaft gibt es praktisch nur schlechten Markt und auch im Gesundheitssystem
führt der Markt zu einer ruinösen Situation. Er sollte sich mal einfach all die 10 Fernsehberichte in dem großen Fernsehsender Arte anschauen, die schildern, wie ein Pharmakonzern einfach gutes Geld damit verdient hat, dass er 200.000 Menschen tablettensüchtig gemacht hat und dann umgebracht hat und die dann gestorben sind an der Tablettensucht. Und wie eben schlechter Markt in der sozialen Marktwirtschaft alles zerstört und wie die soziale Marktwirtschaft sozusagen tausendmal gefährlicher ist, als Karl Marx es je erahnt hat. Wahrscheinlich würde ihm gruseln, wenn er wüsste, wie schlimm der Kapitalismus wirklich ist, denn er hat ihn völlig verharmlost. Und und das, was hier steht in der Homepage, die Scientists for Future 2 sagen immer wieder, das ist nur die Stufen 1 und 2 oder so von 6 Stufen. Also das heißt, die Kapitalismusanalyse wird noch so erschreckend, man will nur nicht die Leser überfordern damit, dass die Analyse ist so erschreckend, dass am Ende kein gutes Haar mehr aus naturwissenschaftlicher Sicht an der sozialen Marktwirtschaft bleibt. Und Dr. Krall ist ein regelrechter, wie könnte man sagen, ein Gläubiger gegenüber dem Markt und dem freien Markt. Und lassen Sie sich von solchen Irrlehren in Zukunft nicht mehr von der Wahrheit abhalten. Tschüssi.